Ich bin die Kiras, bin 38 Jahre alt und bin verheiratet. Mein größtes Geschenk im Leben ist meine Tochter, Julina. Sie ist 11 Jahre alt. Sie ist einfach mein Leben. Sie hat immer gesagt, Mama, ich kann jetzt in der Schule angeben, weil du warst ja auf der Fashion Week. Sie ist mega stolz. Also sie ist wirklich sehr, sehr happy und sie hat sich auch für jeden Job, den ich gekriegt habe, selber sehr, sehr, sehr gefreut. Sie wusste auch, wie wichtig das für mich ist und hat auch kein einziges Mal mir das Gefühl gegeben, oh Mama, warum musst du jetzt weg? Vor der Academy habe ich als Einzelhandelskauffrau gearbeitet, habe eine gute Arbeitsstelle gehabt, aber der Gedanke an Make-up-Artist war einfach zu groß. Die Famous Face Academy habe ich im Internet recherchiert. Mir hat das Gesamtkonzept sehr gut gefallen, dass man hier viel im Unterricht lernt, aber auch sehr viel draußen in Praxis, also bei den Jobs lernen konnte. Und keine Schule bietet diese Möglichkeiten wie jetzt die Famous Face Academy. Ich hatte eine wahnsinnig aufregende Zeit hier. Ich war auf der Berliner Fashion Week, auf der Frankfurter Style Award, bei Miss Germany. Das war eine richtig, richtig schöne Zeit. Die Erfahrung war für mich, egal was passiert, du funktionierst. Vom TG war ein Friseur dabei von Miss Germany, mit dem ich sehr, sehr gut zusammengearbeitet habe. Der hat etwas gesagt, was mir wirklich auch im Gedächtnis geblieben ist. Es liegt nicht immer daran, wer der Beste ist, sondern ob man die Menschen einfach mit seiner Persönlichkeit überzeugt. Er hat gesagt, die Kiras hat einfach mein Herz berührt. Ich sag immer, egal wie mein Weg weitergehen wird als Make-up-Artist, bin ich schon ein Gewinner, weil ich hier wunderbare Menschen kennengelernt habe. Ich kann auch Freunde fürs Leben sagen, Familie, eine zweite Familie. Es gibt so kleine Momente, an die ich immer gerne denke, sind zum Beispiel die Anja. Sie hat ihr Auge überall gehabt. Wenn man jetzt, was weiß ich, wie viel Meter Abstand hatte, sie hat von ganz Weitem schon gesehen, wenn du den Pinsel nicht richtig gehalten hast. Es war ihnen immer wichtig, dass wir gut im Unterricht lernen und wir auch erfolgreich als Make-up-Artist dann auch arbeiten können. Ich würde die Schule auf jeden Fall weiterempfehlen. Klar kostet sie auch was, aber ich finde, unsere Grundausstattung war sehr, sehr gut bestückt. Es waren Produkte drin von GHD, Make-up Forever. Wir hatten sehr hochwertige Produkte von Urban Decay. Und die ganzen Jobs, auf denen wir sind, Hotels, Flüge, Reisekosten, diverse Produkte, die wir bei den Jobs auch geschenkt kriegen, das alles kostet ja auch Geld. Für das Geld, was man zahlt, kriegt man auch was geboten, definitiv. Obwohl die Ausbildung an der Famous Face Academy gar nicht so lange her ist, haben wir schon uns mit meinen Mädels drüber unterhalten, wie schade wir das eigentlich finden, dass es schon zu Ende ist. Also wir würden gerne nochmal ein Jahr packen und das Ganze nochmal machen. Ich bin glücklich, ein Teil von der Famous Face Academy zu sein.